Ich mache doch ein Video heute. Warum? Es hat sich einiges geklärt bei mir. Glücklicherweise. Und deswegen kann ich doch ein anständiges Video drehen und für euch posten. Aber ich entschuldige mich trotzdem bei euch, dass es eben so spät am Abend ist und nicht wie sonst habe ich 2 Videos gemacht, früher. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ja, aber ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben und ich gebe mir gerade sehr viel Mühe, ein anständiges Video zu machen. Und ja, heutiges Thema ist Lesben, hui, und Schwule, pfui. Ist nicht gerade meine wirkliche Meinung, ich wollte das nur ein bisschen dramatischer machen und ein bisschen hochpushen, damit ihr dann auch wirklich gebannt vor eurem PC sitzt. Werdet ihr gerade sicher machen. Ja, also ich persönlich bemerke das Problem eigentlich so gut wie jeden Tag. Wenn ich zum Beispiel mit Freunden drüber rede, heißt es immer, ja, ey, ne, nur Probleme mit euch Lesben, aber Schwule, da denke ich mir, Junge, es ist genau das Gleiche, weil es geht immer noch um, es geht ja eigentlich immer noch darum, die gleichgeschlechtliche Liebe. Und warum ist es heutzutage immer noch so? Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, mein Gott, denkt man sich eigentlich. Und ich habe heute einen Artikel gelesen, da ging es um irgendwelche Gangster-Rapper, so 50 Cent und Eminem und die ganz coolen Leute, die ihre Hosen ganz weit unten tragen. Und die haben gesagt so, ich habe nichts gegen Schwule, aber ich will nicht bei ihnen in der Nähe sein, weil sie sich unwohl fühlen, dass diese Person, also diese homosexuelle, also die schwule Person, neben ihnen sexuelle Gedanken haben könnte. Und damit haben sie ein Problem. Das möchten sie nicht. Und da fühlen sie sich unwohl. Und dann im Nebensatz, aber Lesben sind geil. Und das ist das Problem. Klar, ich bin ja froh, dass es für die kein Problem ist, dass ich eine Lesbin bin, aber das Problem ist, dass es eben Unterscheidung gibt. Und es ist jetzt nicht nur bei diesen Gangster-Rappern, die ihre Hosen ganz weit unten tragen, sondern auch eben bei vielen Leuten, die ich kenne oder bei Diskussionen mitbekommen habe, weil da gibt es sogar noch ein gutes Beispiel. Und zwar, ihr kennt bestimmt alle den Kuss zwischen Britney Spears und Madonna und Christina Aguilera, aber die beiden nur halb dabei. Und letztens hat Adam Lambert oder A. Lambert, keine Ahnung, der war bei American Idol, also das DSDS aus Amerika, hatte da auch mitgemacht und der hatte einen Bühnenauftritt und hat seinen Gitarristen oder Bassisten geküsst. Riesenskandal in Amerika gewesen und wenn man sich zurückerinnert von vor 6 Jahren oder 5 Jahren mit Madonna und Britney Spears, alle fanden es voll geil, voll die sexy Bühnenshow, voll so Madonna-mäßig, ach, da war ja Madonna dabei, aber trotzdem, ist egal. Und dann wurde eben dieser Adam Lambert in eine, was war das, in so eine Talkshow eingeladen. Und da wurde dann über den Kuss gesprochen. Und dann sieht man den Kuss von Madonna und Britney Spears in voller Pracht. Und dann sieht man den Kuss von ihm. Und da wurde, ich sag mal, die Mundgegend, die Kussgegend, da wo die Münder aufeinander getroffen sind, wurde das zensiert. Und ich finde, das ist Quatsch. Also wenn man was zensieren möchte, um Kinder von irgendwelchen sexuellen Taten, also wie im Porno, also wie bei einem Porno halt, ne? Wenn man das nicht zeigen will, ist es okay. Aber anscheinend ist es ein Problem, wenn das zwischen 2 Männern ist. Und zwischen 2 Frauen ist es kein Problem. Weil ich meine, guckt man sich GZSZ an oder Unter uns oder was gibt's denn da, Glee oder keine Ahnung, da sieht man ja Küsse die ganze Zeit, ja? Aber anscheinend ist es ein Problem, wenn es zwischen 2 Jungs ist. Und das würde mich, also das stört mich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es bis jetzt eben ein Problem ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Grund ist, dass Männer sich bedroht fühlen von homosexuellen Männern. Die fühlen sich bedroht. Dass man oft mit einem homosexuellen Mann sofort eine weibliche Rolle zuschreibt. Und das passt eben nicht in dieses gesellschaftliche oder dieses traditionelle Bild, was viele Leute jetzt heutzutage noch haben. Und es ist auch eine Gewöhnungssache, finde ich. Also, man sieht immer irgendwelche Mädels zur Begrüßung sich küssen und Händchen halten.
Und wie oft siehst du das bei Jungs? Und das ist vielleicht auch so ein Ding, also die Gewohnheit eben. Und dann eben, wenn man dem Typen immer diese männliche Rolle eigentlich zuschreiben möchte, und dadurch wird er eben sehr verweiblicht, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe persönlich, dass es endlich weggeht. Also bei Diskussionen bin ich immer voll mit dabei und sage, ey, ist doch total unfair, ist doch Quatsch, lass sie doch machen, was sie wollen. Aber so viel bleibenden Eindruck hat es bis jetzt bei meinen Freunden, also bei vielen Kumpels, es sind nicht wirklich meine Freunde, aber halt Leute, die ich kenne, hat es nicht wirklich gemacht, weil, ja, weil sie empfinden, dass dass ein Mann männlich sein muss. Und wenn er einen Mann küsst, dann ist er nicht mehr männlich. Und das ist für sie ein Problem, dann fühlen sie sich bedroht. Und deshalb haben sie ein Problem damit, genau. Naja, ich entschuldige mich nochmal, dass mein Video so spät am Abend erst kommt. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich wollte euch noch echt zu meinem letzten Video noch vielen, 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 vielen Dank sagen. Weil ich hätte nicht erwartet, dass da jetzt so viel, also so viele Kommentare kommen oder halt irgendwie so viele Fragen. Weil es freut mich schon, wenn man dann irgendwie Interesse zeigt. Und das hat mich echt gefreut. Und ich hoffe, ich habe jedem seine Frage, also ich habe versucht, jedem, der eine Frage gestellt hat, die schon zu beantworten. Wenn ich das nicht gemacht habe, tut es mir leid, dann schreibt mir nochmal gerne auch. Ich beantworte gerne jede Frage, wenn es darum geht. Also auch andere Fragen, aber vor allem da jetzt. Und nochmal danke und Entschuldigung, dass mein jetziges Video eben so spät da ist. Tschö, bis nächste Woche.